Jo, gewünscht von Shion eine Tierlist zum Thema WoW-Features. Und wir sehen, das sind auf jeden Fall einige. Durch alle Add-ons hinweg ist über die Jahre doch eine ganze Menge passiert. Bin gespannt, ob ich mich überhaupt an all diese Features auch erinnere. Na, das ist ja im modernen WoW dann doch ein bisschen mehr geworden als dann im klassischen, würde ich sagen. Da hatte man häufig halt die Standard-Features so, PvP, neuen Raid, dies, das, vielleicht mal irgendwas an der Season, an der Wichtung, an Set-Boni oder so verändert, aber diese Feature-Schwämme gefühlt fand ich Ende BFA zum Beispiel am krassesten, ne? Wurde, wenn du einen neuen Spieler hattest, der Maximalstufe erreicht hat, das gefühlt ein völlig anderes Game war. Mit check mal deine Azerit-Rüstung, check mal deine Essenzen, check mal hier noch irgendwie die Vision von den Zors und die Verderbniswiderstände im Legi-Umhang und... Junge, wir fangen auf jeden Fall an mit den Artefaktwaffen. Ich werde die immer erstmal auf F ziehen. Aber das ist jetzt nicht die Standardposition, das ist nur damit wir wissen, worüber wir gerade reden. Und Artefakte waren für mich auf jeden Fall Peak. Also ich habe es geliebt, die Bäume auszubauen, ich habe es geliebt, die Skins zu farmen. Ja, das war meine Überbrückung von Legion dann zum nächsten Addon, mit jeder Klasse diese Gleichgewicht der Kräfte-Questreihe durchzuballern und den Hidden Skin zu erfahren. Also das fand ich richtig, richtig gut, was aber auch daran liegt, dass ich ja kein Reinschwitzer bin. Also ich musste nie wochenlang nur Seelenschlund farmen und wenn ich keinen Bock auf irgendwas hatte, dann habe ich es halt gelassen, also so wie immer. Und darum habe ich auch heute beim T-Mog-Basteln mit den Artefakten noch eine richtig gute Zeit und egal ob mit der generellen Sammelmechanik, mit der Lore, die sich nebenbei über das gesteigerte Wissen aufgebaut hat, ja, oder mit allem anderen drum und dran war ich wirklich ultra happy. Also in dieser Hinsicht, Artefakte fand ich richtig, richtig stark und hatte da auch echt viel Spaß beim Twinken. Ashran kenne ich eigentlich heute nur noch von meinem Vater, der da immer wieder gern reingeht mit irgendeiner Treffsicherheits-Sniper-Skillung, sich das Artefakt holt und dann richtig ehrenlos schön aus dem Graben raus. Das wäre natürlich etwas, was mir bestimmt auch hier unter Freude machen würde, aber meine PvP-Zeit, die liegt ja aktuell ein bisschen in Trümmern, ist schon eine Ecke her. Aber als Ashran aktuell war, hatte ich da schon Freude dran. Auch für dieses Gladiatoren-Sanktum in der Garnison entsprechend Köpfe oder Trophäen sammeln, was es war, ja, um dann diese Gnomschlechter und Drenai-Schlechter und wie sie nicht heißen, Titel zu erspielen. Und da war Ashran eigentlich ein dauerbesuchtes Feature, ja. Da war einfach noch ein bisschen mehr PvP auch in meinen Kreisen. Da ging es immer schön zur Sache. Und darum würde ich es einfach auf C setzen. Ja, es hat jetzt für mich die PvP-Welt nicht verändert, aber gerade wenn, ähnlich wie im Alltag, ne, die beiden großen Fraktionsseiten aufeinander clashen, du schön hinten stehen konntest, ja, da ordentlich reinerehen konntest, das war schon funny, aber mehr für mich auch nicht. Ja, war nett. Und als es dann vorbei war, habe ich gesagt, gut, auf ins Nächste, ne? Wir haben die Azerit-Rüstung. Und Azerit-Rüstung, damit gemeint sicherlich die drei Teile, die dann mit dem Herz von Azeroth zusammengehangen haben. Ja, also der Kopf, die Schulter und die Brust hat man ja überall bekommen in Dungeons, in Raids, in Weltquests, immer mit verschiedenen Boni, die dann auch mit verschiedenen Herzstufen freigeschaltet wurden. Und... das fand ich an sich ganz cool. Fand's auch sehr, sehr witzig, wie Teile davon völlig geisteskranken Zeitwanderung skalierten oder immer noch skalieren. Aber das ging mir schon ein bisschen mehr auf den Sack als die Artefaktwaffen, weil du immer gucken musstest, nicht nur bei den Rüstungen im Raid, droppt jetzt überhaupt mal eine und gewinne ich die, sondern sind die Boni auch die, die ich gerade brauchte. Und das hat mir schon selbst als eher Casual Boy, was Reinschwitzen angeht, doch ein bisschen den Nerv geraubt und darum kann ich sie nicht so mega hoch ranken. Das System an sich, dass deine Rüstungen dir noch ein bisschen mehr geben, das fand ich eigentlich ganz cool und auch die Boni, wie auch später im Herz von Azeroth, fand ich eigentlich ganz nett, aber wäre für mich jetzt auch eher so ein C, würde ich sagen, weil dieser gezielte Sammelaspekt, der hat mir schon wirklich gut aufs Gemüt geschlagen, ne? So, wir haben als nächstes Badge Vendors, allgemein so Abzeichenhändler. Ja, das fand ich eigentlich immer gut. Da denke ich vor allem an so Votikar zum Beispiel, ne? Diese ganze Uldua-Zeit und so weiter. Weil selbst wenn du sehr unlucky warst im Loot, konntest du dir doch ein bisschen was gezielt erspielen.
du hattest so ein Ziel, ne? Du wusstest, wenn ich jetzt den und den Dungeon noch schaffe oder den und den Boss noch umölke, dann bin ich wieder näher dran an diesem Item. So ein bisschen wie wir es jetzt in den letzten Seasons der aktuelleren Add-ons hatten, ja, wo man dann doch gezielt vom ganzen Pool der letzten Raids nochmal was shoppen konnte mit dieser Währung. Darum finde ich solche Händler eigentlich extrem wichtig. Also mit denen verbinde ich gar nichts Negatives, sondern habe die immer als schöne Ergänzungen und auch schöne Alternative empfunden. Wir haben Bentic Gear, das war das aus Nazjatar, ne? Das man auch accountgebundenerweise dann zum Nachgearen der Twinks benutzen konnte und das Boni hatte, die auch gebunden an die Zone waren, richtig? Das waren auch so Rüstungsteile mit, lass mich lügen, du hast die Chance, irgendwie einen Tintenfisch platzen zu lassen, der dann Schaden macht oder so. Und das war auch relativ nett. Also vor allem zum Nachgieren war das eine ganz nette Nummer. T-Mog-technisch war das halt so angeranztes Unterwassergear, ne? Aber alles andere, gab es wirklich was Schlimmes? Nö, hat's mich vom Hocker gerissen? Nö, auch nicht. Ja, gab es eine Extra-Währung, diese Perlen. Mit diesen Perlen, die gab es auch bei jedem Scheiß in Nazjatar, meine ich, konnte es sie dann holen. Darum würde ich sagen, ist für mich ein B, gerade als Vieltwinker. Da fand ich es auf jeden Fall ganz nett, aber mehr auch nicht. Missionstisch. Junge, Missionstisch finde ich an sich ein super Feature. Hätte mir aber gewünscht, dass sich das über die Jahre doch anders entwickelt hätte. Im Sinne von, gib mir einmal in der Woche eine Mission, wo ich wie damals Schatzkammer des Donnerkönigs oder ähnliche Szenarien, ja, mit meinen Followern reingehen kann. Dass ich nicht nur zwei Klicks mache über ein Addon einmal die Woche und dann kriege ich 50 Gold und ein Reittier, sondern lass mich die richtig trainieren, lass mich die equippen wie in Diablo und lass mich dann, je nachdem, wen ich mitnehme, immer ein anderes Szenario spielen. Ja, wenn ich mit Atric und mit Rexxar reingehe, dann gehen wir frontal und es gibt auf den Kopf. Und wenn ich mit Lillian und was weiß ich, wen haben wir noch so, mit Lillian und Tess reingehe, dann machen wir das Ganze in Verstohlenheit, erleben das Ganze nochmal anders. Und sowas fände ich cool, das Ganze ein bisschen auszudehnen, ja, mehr mit den Followern machen zu können. Und in BFA hatte ich nicht so wirklich was davon. Es gab ein paar Nebengeschichten, die da erzählt wurden über die Mission, darum fand ich storytechnisch nicht völlig uninteressant. Aber ich glaube, mehr als ein D kann ich dafür nicht geben. Die Brawlers Guild. Von vielen absolut gefeiertes Feature, diese Untergrundarena, ja, mit wirklich interessanten und auch neuen Bossmechaniken. Und diese Mechaniken, die haben mich ziemlich gestresst. Darum verbinde ich nur bedingt gute Zeiten mit dieser Arena. Und ich habe die eigentlich immer versucht, am Ende des Addons so ein bisschen overgeared mitzunehmen, ja. Wo dann auch nicht mehr ganz so viel los war, aber an sich war das schon ein sehr geiles Feature mit auch echt netten Belohnungen und sehr kreativen Bossen. Und es gab sogar ein bisschen Lore am Ende, ne, wo es dann diese Ermordung gab und dann war da auch irgend so ein Seelen-Old-Gottvieh in dieser Arena und hat sich gelabt. Also, das hatte echt viele richtig coole Momente und ist, glaube ich, für mich ein solides A. Wenn ich jemand wäre, der so Herausforderungen sucht, dann wäre es vermutlich ein S. Aber für mich ist es ein gutes A tatsächlich. Challenge Mode. Ja, war ich damals leider zu doof. Hatte keine Gruppe, war zu schlecht gegeert und wollte mir auch keinen Cell Run kaufen. Bereue ich heute alles ein bisschen, aber gut. Wer weiß, vielleicht kommt auch das nochmal irgendwann wieder. Gerade die Belohnungen. Lecker Schmecker. Und an sich fand ich das aber ganz geil. War ja so eine Art Vorvariante vom sich dann entwickeln und entpuppenden Mythisch Plus, ne? War so ein Stück weit der Vorreiter, wenn ich da an MOP und WoD denke. Habe ich aber selber super wenig Erfahrungen mit gesammelt. Also wenn wir mal drin waren in unseren recht jugendlichen Guffelgruppen, dann haben wir da einfach nur total auf die Fresse bekommen. Also das, was sich dann im Folgenden draus entwickelt hat, das fand ich dann nochmal deutlich besser als den Challenge-Mode an sich, aber ich empfand ihn jetzt auch nicht als völligen Müll. Ne? Für mich wäre das einfach ein C. War okay. Chromie-Time. Boah, an sich ein gutes Feature, ne? Das einem in der Theorie mehr Freiheit bei der Auswahl der Levelgebiete gibt. Und ein Feature, das gleichermaßen seine Probleme mit sich bringt. Also ich glaube, auch in dieser Richtung sind wir noch nicht da angekommen, wo Blizzard uns eigentlich haben will.
Weil du selbst mit Chromie-Time, glaube ich, hemmungslos überlevelt bist, sobald du in TBC oder so die erste Zone durch hast und zwei Dungeons machst. Also da fehlt es, glaube ich, noch am richtigen Weg, den sie da eigentlich formen wollen. Und dennoch ist es ein richtiger Schritt, denke ich, hin auf eine optimierte Zukunft. Und overall mag ich die Chromie-Time doch mehr als mögliche andere Optionen, die sich da vielleicht aufgetan hätten. Und darum würde ich sagen, ist für mich ein B. Ist ein B. Ausbaufähig, aber erstmal ganz in Ordnung. Die Conduits, oh Gott, die gehen mir heute noch auf den Sack, ne? Die Medien von Shadowlands an diesem Tisch, ja, mit den verschiedenen Seelenbandpartnern, also die Idee fand ich nett. Die fand ich auch ganz süß umgesetzt mit dieser Bindung, das hatte eine nette Story, aber dieses Sammeln, Junge, was Beste packt, ja, mein Inventar ist heute noch zugemüllt und auch da gab es binnen 3 Sekunden einfach Medien, die skalierten gut und best in Slot-Listen dafür und welche, die konntest du in die Tonne treten. Also das war irgendwie auch nett gedacht, aber im Endeffekt habe ich mich, glaube ich, nie gefreut, wenn ich ein besseres Medium gefunden habe. Bis wir nach dem Raid immer hin an den Tisch, hast sie eben abgegeben und aufgewertet und fertig. Also sie haben es mir jetzt nicht vollkommen versaut, aber ich verbinde damit auch insgesamt wenig Positives, vor allem eben heute, ja, beim T-Mog-Farm. Ich habe Chance, dass die ganze Tasche voll nur mit dem Scheiß. Und darum, ja, wegen der Freischaltung. Wegen der Story und dieser Connection zu den Charakteren kann ich als Lore-Freund sagen, war für mich jetzt nicht die absolute Totalkatastrophe, aber ja, irgendwie, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre auch okay gewesen, ne? Corruption, Junge, die Verderbnis, Ende BFA, die dir heftige Bonus-Effekte geben konnte, wie einen stackenden Dot auf dem Gegner, der je nach Verderbnis-Level eben höher gestackt ist vom Schaden her oder auch nicht. Oder irgendwie einen leeren Laser vor dir entfesselt hat oder so eine AOE-Nova, die um dich rum pulsierte. Und dafür aber auch, je nach Verderbnis-Level, Negativeffekte mit sich brachte, wie du beschwörst ein Auge, das einen gewissen Radius hat. In diesem Radius kriegst du auf die Fresse oder dich verfolgt irgendein Abbild oder. Und das war schon krass, also ist irgendwie eine Mechanik, vor der ich immer Angst hatte. Es gab Spieler in unserem Raid, die haben da keinen Fick drauf gegeben, haben gehofft, dass die Heiler da einfach gegenpumpen, ja, und haben diese Negativ-Affixe einfach ignoriert. Grüße an Muri. Und es gab dann eben Spieler wie mich, die da sehr verhalten mit umgegangen sind. Und dann gab es im PvP auch riesen Aufschrei, wenn die Leute da den Dot gesteckt haben, ne, geisteskrank. Und darum habe ich gemischte Gefühle, wenn ich daran denke. Aber auch da fand ich es jetzt weder total krass noch total Panne. Auch die Kombi mit dem Umhang, den wir dann verbessern konnten, der uns immer mehr Widerstand dagegen gegeben hat. Das war schon nett, diese klaffende Wunde war das, ja, ganz genau. Also das fand ich schon ganz nice. Das hat auf jeden Fall schon Spaß gebracht. Aber jetzt nicht unbedingt so mega krass. Ich glaube, ich würde ihm aber ein B geben, weil gerade der Anfang, bevor sie auch diese Fähigkeiten auf Tanks genervt haben, Junge, weiß ich noch beim World First Race, wie die Freunde von Aversion dann auf ihren Bluttodesrittern Stoffhosen equipped hatten, weil dieser Verderbnisbonus auf einer Stoffhose besser war als der Full-Platten-Trade und so. Holy fuck. Die Covenants. Oh. Okay, also, was Beste packt, Bruder, das ist hier die Frage. Und ich habe es an sich genossen. Ich bin bis heute nicht fertig mit dem Farm, weil es so, so viele Items und Sets und Waffen gibt. Ach du Scheiße. Und dennoch hätte ich mir rückblickend gewünscht, dass sie wirklich bei diesen optischen Effekten geblieben wären. Ja, ich würde ein paar Fähigkeiten vermissen, wie den Speer vom Krieger, wie die Konvokation vom Druiden zum Beispiel. Aber das war ja so eine riesen Shitshow, die da in der Community losgetreten wurde. Es hat einen Grund, warum das heute bei uns ein Meme ist. Und darum, pack, da hatten für mich viel Gutes, auch die Storys hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber diese Fähigkeiten, dieses riesen Hin und Her, boah, weil ich jetzt auch viel vermisse, ne? Wie geil war ein Schattentor von den Ventür auf dem DK, Junge, wo du einfach über irgendeine Welle oder so dich drüber porten konntest. Das war geil, aber was gebe ich denen? Ich würde die in die Mitte setzen, weil ich fand einige Sachen
wirklich nicht so gut, die traumatisieren mich bis heute. Und ich fand andere Sachen aber wirklich nice. So. Und deswegen ist es weder für mich Top-Tier noch Vollkatastrophe. Aber packte. Ja, ich überlege, ob ich es noch eins hochsetzen kann, weil ja doch auch Fähigkeiten geblieben sind. Ja, vom DK, der Griff, ne? Ja, ja, die zusätzliche Gliedmaße. Also, ich glaube, ich gebe ein B, auch wenn ich an das denke, was neben der Psychose doch heute noch mit in den Talentbäumen geblieben ist und was man heute auch noch da alles nachfarmen kann. Da würde ich doch sagen, es ist für mich ein B. Der Kundensupport. Ja, also bei dem, was ich heutzutage alles höre, ist das natürlich auch Katastrophe, sein Onkel. Aber ich muss sagen, ich hatte in all den Jahren, die ich spiele, noch nie Probleme mit dem Kundensupport. Außer bei unserem Gildenproblem, das seit Jahren besteht, wo ich nicht auf die Bewerberliste zugreifen kann und seit Jahren regelmäßig mit GMs da im Gespräch war. Tja, das ist natürlich ein kleiner Downer und jetzt durch die ganzen Entlassungen, den Abbau der deutschen Fachecke, nenne ich sie mal. Also das sind Auswirkungen, die werden wir, denke ich, immer mehr zu spüren bekommen. Und darum wird, glaube ich, der Support, egal wo ich ihn ranke, leider immer weiter nach unten fallen, ja. Und darum würde ich ihn aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen aktuell in der Mitte auch ranken. Es ist für mich aktuell okay, aber ich fürchte, bei vielen von uns wird er in den nächsten Zeiten hier nach unten wandern, ja. Ich fürchte leider ja, und das ist echt schade. Neko-Rocheneier, die wurden gehotfixt, genau, die droppen jetzt auch mal häufiger, aber das war auch zu Recht ein Meme bei uns. Die Essenzen im Herz von Azeroth, die man sammeln und aufwerten konnte, die schicke optische Effekte mit sich brachten und auch wirklich geile Fähigkeiten waren, wie dieser fette Laser nach vorne, ja, sehr, sehr geil. Und das Sammeln ging mir in Teilen auf den Sack. Ich meine mich zu erinnern, dass da echt wenig accountübergreifend war, was man bei so fetten Power-Ups in Teilen verstehen kann, aber ich glaube, man musste so gut wie jeden Scheiß von 0 auf neu sammeln, ne? Und dann auch immer zu der Schmiede hin, das da umequippen und überhaupt erstmal lernen. Das ging mir als Viertwinker wieder auf den Sack, aber overall hatte ich echt viel Spaß damit. Die Frage ist nur, hatte ich mehr Spaß damit als mit der Corruption? Und ich glaube nein, weil dieser Sammelaspekt dann doch etwas war, was das Ganze für mich nervt, aber auch als Todesritter, dass du random Ghule beschwörst, die dann explodieren konnten und so. Als Hexer mit den Höllenbestien, die immer dann kamen, wenn alle Mobs gerade tot waren. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert gewesen, ja. Aber ich glaube, overall hatte ich damit doch mehr Spaß als mit dem Bums, der in B drin ist. Zumindest auch für diesen Moment, wo es aktuell war. Heute vielleicht mal noch in Zeitwanderungen, ne? Herz an, bam, fetten Laser rausknötern. Kann cool sein. Aber overall, ja, war es schon häufig Funtime. Garnison. Garnison ist für mich S-Tier. Habe ich geliebt. Das Ausbauen, die vielen Themo-Contests, die wir da hatten und die Auswahl bei den verschiedenen Gebäuden, das Gold, was du da rausziehen konntest. Oh mein Gott, Junge, Gasthaus Stufe 3, jede Woche ein Follower rekrutieren, der das Gold von Missionen verdoppelt und einfach regelmäßig durch 20 Chars aufwärts loggen und bei jedem mit 3 Klicks 10k Gold aus dem Tisch ziehen. Bruder, wann endlich wieder? Wann endlich wieder Garnison? Also, ich kann alle verstehen, die sie nicht mögen, ja. Und ich hoffe auch nicht, dass Housing in genau so eine Richtung gehen wird, wenn es jemals kommen sollte. Aber oh, scheiße, hatte ich eine gute Zeit mit der Garni, Junge. Das war wirklich Offenbarung, sein Urgroßonkel. Und auch heute basieren viele meiner Goldreserven auf WOD Garnison. Von Haustierleveln über diese Menagerie mal ganz zu schweigen, ja. Glyphen. Glyphen. Ja, fand ich irgendwie ganz nett. War, glaube ich, auch mal als mehr geplant, oder? Das war diese ganze Geschichte mit dem Pfad der Titanen und Weiterdenken von Fähigkeiten und ist dann, meine ich, in dieses Glyphen-Feature so ein bisschen eingestampft worden. Aber damit hatte ich nicht besonders viel Spaß. Es gab auch da Glyphen, die waren geil und die waren einfach ass, ja. Die haben mal die Castzeit deiner Main-Abilities verringert oder Mana-Kosten reduziert. Wir hatten große und wir hatten geringe Glyphen und ich habe eigentlich immer nur ab einem bestimmten Level Gold im Aha dafür lassen müssen. Also, ich fand, das waren nette Ergänzungen,
Und man hat sich vielleicht so ein bisschen drauf gefreut, weil man wusste, geil, gleich kann ich mit meinem Pally irgendwie schneller, länger, besser buffen. Aber so richtig gute Erinnerungen verbinde ich jetzt damit nicht, um ehrlich zu sein. Aber auch das war keine Vollkatastrophe für mich. Ich würde sagen, Glyphen in dieser Form für mich eher ein D. Heute die Glyphen, die so optische Effekte verändern, ja, wenn wir von den Glyphen reden, das können wir hier hochsetzen. Bei Optics, let's go, gebe ich auch Gold für aus, aber musst du dann nicht das Gefühl haben, irgendwie hinterher zu hängen oder was vergessen zu haben, ja. Und darum glaube ich, in dieser Form hier, ne, da vermisse ich nichts wirklich. Hard Mode. Oh, mit Hard Modes hatte ich immer sehr viel Freude. Hard Mode so als generelles Feature, auch wenn da der Mechagon-Boss ist, muss ich sagen, ist ein S. Junge, hatten wir viel Spaß mit Hard Modes, gerade weil wir, ich sag das gern nochmal, keine Reinschwitzer-Gruppe sind. Und uns da dann durchzuquälen und sei es nur für irgendein goldenes Schweinehaustier oder was auch immer, das war schon ein besonderer Reiz. Ja, da haben wir uns immer auf diesen Abend ein bisschen vorbereitet und man wusste, heute geht's um die Wurst, ja. Und dann wurde da mal ein Gang höher geschaltet. Dafür gab es dann in der Regel auch nette Erfolge, Bonus-Loot, Mounts oder wie auch immer. Also das Prinzip von Hard Modes, insofern sie freiwillig triggerbar sind, finde ich echt gut. Glyphen waren coole dabei, vor allem Ruhestein als Paladin. Vielleicht hätte ich das als Palamain anders empfunden. Ne? Die Visionen von Enzars, die fand ich auch richtig cool. Das war Ende BFA, hat auch mit dieser Verderbnis der alten Götter gespielt. Habe ich sogar in der aktuellen Analyse zum 1027 Cinematic drüber gesprochen und mal wieder Gameplay eingebunden. Da haben sich einige richtig erschrocken, hatten vergessen, dass dieses Feature existiert. Aber da hatten wir auch Fun. Egal ob solo oder als Gruppe oder ob ich eure Replays kommentieren durfte. Junge, zum einen als Storyfreund, diese Visionen zu erleben, wo dann Turalion auf einmal tot im Dreck liegt oder wo man irgendwie so einer verwunschenen Ratte helfen musste, die gejagt wird von einer Katze und dann tötet man die Katze und die Ratte war dann der wahnsinnige Besitzer oder so. Es war komplette Nervenheilanstalt, die da in diesen Visionen Freigang hatte. Und wenn man sich die Zeit nahm, da auch als Storyfreund hinterzugucken, dann hatte man eine wirklich verstörende, aber auch interessante Zeit, gerade mit Hinblick auf das, was die alten Götter so entfesseln können. Gameplay-technisch gab es von Woche zu Woche eine Erleichterung, wenn man es richtig gemacht hat, ne, weil man dann immer mehr Verderbniswiderstand hatte, immer weiter kam und dann gab es noch so Spielereien wie den Postmampfer, wo man die Briefkästen öffnen konnte wie in Strahd, wo dann diese Postboten rauskamen und hier konnte mit Glück ein Boss rauskommen, der einen Mount gedroppt hat und Junge, waren wir da immer hinterher, also tolle Erinnerungen an die Visionen. Insel-Expedition. Inseln für mich ass, let's go. Inseln, Junge, der Anfang war ein bisschen haarig und auch die Phase mit Randoms, als die ganzen World First Raider nur Inseln gebigpult haben und in 30 Sekunden gefühlt fertig waren mit den Dingern, um ihr Herz von Azeroth, diese Aldino pushen zu können. Diese Phase war ein bisschen anstrengend, als die Leute das dann in Random-Gruppen nachmachen wollten. Aber ansonsten der Loot-Pool, der wöchentliche Wechsel, die steigende Einfachheit, auch mit dem eigenen steigenden Gear, ne? Wie oft sind wir, da haben wir noch Early-Streams gemacht am Sonntag, einfach rein, Dreiergruppe, ja, du musstest nicht mehr irgendwie Tankheiler, DDs, Dreiergruppe, jeder rennt woanders lang, bam, bam, fertig, hier sind Mounts für euch, super sick gewesen, dann gab es immer noch die Weekly, wo du irgendeine Bonusmission an deinem Tisch bekommen hast, da konnten auch 5000 Gold drin sein oder Azurit, dann gab es eine Menge Lore, über die wir heute noch reden, ja, Inseln haben so Stories getriggert wie Helja lebt noch und irgendwo ist die Flotte der Blutgischt und so weiter, da habe ich auch Story-Videos zu. Die geheimen Geschichten der Inselexpedition, also wenn die uns mal nicht noch um die Ohren fliegen, ne? Inseln, insane. Und wenn Torghast auch nur die Hälfte von dem Insel-Lootpool gehabt hätte, dann wäre ich auch heute noch Torghast-Fan, ne? Ja, Furorion, genau, der die Dracheninseln sucht, der war da auch dabei. Also noch besser als Inseln kann man für mich, glaube ich, auch kaum Feature irgendwie schneiden, ja? Oder schneidern oder was auch immer. Item-Level jetzt generell, ja, finde ich richtig scheiße. Nee, Item-Level, also ist, glaube ich, ein sinniges System,
Ja, ich kann verstehen, dass Leute das nicht mögen, insbesondere dann, wenn ihr es zu niedrig ist, um da reinzukommen, wo sie rein wollen. Aber ich glaube, gleichermaßen ist es mit das Sinnigste, was wir irgendwie haben können, um genau da eine grobe Übersicht zu haben. Item Level, was hätten wir ohne Item Level? Dann wäre alles 24/7 gleichgeschaltet. Und dann müsstest du per Hand immer gucken, aus welchem Addon ist jetzt das Item. Müsstest du im Kopf haben, wenn das plus 15 Ausdauer hat, dann ist es irgendwie aus Classic und hat es plus 235, dann ist es aus MOP. Also, ja, Item Level, egal in welcher Form, finde ich sehr sinnig auf jeden Fall. Gearscore, ja, finde ich richtig und wichtig. Also ohne Gearscore würde vieles bei uns nicht wirklich funktionieren. Vielleicht so gemeint, dass es irgendwann sichtbar ohne Gearscore-Addon integriert wurde. Ah, okay. Ja, finde ich aber auch sinnig, ne? Sonst hätten wir halt das Addon immer noch, also... Da könntest du recht haben. Ja, meinten einige, wie das Gearscore-Addon. Ja, finde ich auf jeden Fall absolut wichtig. Du hast das Onyxia-Mount bekommen, ja, Gizetti. Legion Legendaries. Legion Legendaries ist für mich insgesamt ein C. Weil es gab geile Legis und als das erste gedroppt ist bei irgendeinem M0-Boss oder in irgendeiner Blinktron-Kiste oder so, war das immer ein absolutes Fest. Aber wehe dem, der gezielt eins gejagt hat, bis man die am Ende dann kaufen konnte. Oh mein Gott, Leute haben getryhardet ohne Ende und haben dann Sephus bekommen, diesen Ring. Und brauchten aber eins, das den Schaden von ihrem Main-Zauber um 3000% erhöht hätte. Und haben das dann am Ende bekommen, weil die random gedroppt sind, ne? Also, die Effekte an sich fand ich cool. Die Optics fand ich ganz nett, wo einiges wiederverwertet wurde. Und ich freue mich noch heute, wenn ich dran denke, wie die ersten gedroppt sind. Aber die Art und Weise, die zu beschaffen... Ich glaube, da sind wir mit dem C gut bedient. Legion-Missionstisch. Ja, hatte der große Unterschiede zu dem Missionstisch aus BFA? Ich würde spontan sagen, nö. Legion. War der besonders besser? Ein bisschen ja. Also, mehr Gold? Mehr Gold. Ich sag euch, warum ich den ein bisschen höher ranke als BFA. Weil der hatte Ruf-Tokens. Und für meine Legion-Abschlussarbeit, wo ich mit allen Gleichgewicht der Kräfte durchboxen musste, wo du bei vielen Fraktionen den und den Ruf brauchtest und die Raids musstest, da hatte ich keinen Bock, mit allen Weltquests zu machen. Und wenn du mit einem Chan bestimmten Ruf, ich meine ehrfürchtig, oder? Bei einer Fraktion hattest, dann wurden diese Ruf-Tokens accountgebunden. Das heißt, nach und nach habe ich wie in WoD für das Gold mit Chars eingeloggt und den Missionstisch ausgebaut, bis ich durchloggen konnte. Und wenn ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ich mit meinem Demon Hunter noch Ruf bei Pharon des Hofstaats sammeln, dann bin ich auf Main, wo ich diese Tokens gesammelt habe, hab dem 30750er Ruf-Tokens übergeschickt, dann stand er am Briefkasten, bisschen rechtsklick gespammt und zack, war er fertig. Junge, geil. Das war genau die Twing-Freundlichkeit, auf die ich Bock hatte. Und das hat mir sehr viel Elend und Weltquests erspart. Und darum verbinde ich mit den Legion-Missionen ein bisschen bessere Zeiten als mit BFA. Zumal ich es dann am Ende an der verheerten Küste ganz witzig fand, dass man auch so Legi-Items für die Begleiter haben konnte. Die waren auch richtig schön OP, Junge. Legion hatte auch die Ordenszahlen-Champions, die man ins Feld schickte, im Gegensatz zu BFA, wo jeder dieselben 5 hatte. Da war auch ein bisschen mehr differenziert, ja. Ja, geil. LFD ist Looking for Dungeons und Looking for Raid, finde ich beides super. Also, ich verstehe die Abneigungen von Leuten, aber ohne diese Features, ich weiß nicht, ob ich heute noch leveln würde. Junge, jedes Mal seit all den Jahren zu jedem Dungeon hinlaufen und oder eine Gruppe suchen für jeden Scheiß, bitte nicht. Also, da finde ich diese automatische Suche absolut insane. Und auch LFR an sich, selbst wenn wir die Schwierigkeit nehmen und die Art und Weise, wie da gespielt wird gegen stark verringerte Bosse, auch mit verringerten Fähigkeiten, dann muss ich sagen, ist absolut okay für mich, ja. Also, da bin ich großer, großer Fan von. Und auch wenn es manchmal wehtut, was wir ja immer wieder an den Geschichten im Stream auch merken, glaube ich, ohne die beiden hätte WoW über die Jahre viel für mich verloren. Und das wäre echt schade gewesen, ne?
stundenlang für Kloster gesucht, nur um dann noch eine Stunde hinzulaufen. Ja, und dann war einer weg, weil er musste essen. Also, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Ne? Viele feiern das auch in Classic und ich fand es während meiner Classic-Besuche auch mal wieder schön. Aber wenn ich an meine Spielintensität der letzten Jahre denke, also bezogen auf die Zeit, die ich investiert habe, da wäre ich wahnsinnig geworden. M-Plus-Kiste, bezogen auf den Loot am Ende vermutlich, ne? Finde ich eigentlich auch absolut okay. Gab es ja auch mittlerweile ein paar Änderungen. Aber die ging mir vorher eigentlich nicht so richtig auf den Sack. Und ich glaube auch hinterher nicht. Oder meinen Sie die Mittwochskiste? Das könnte auch sein, ne? Die große Vault. Das Nobolos mit 5 wunderbaren Geschenkabos. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Also ich glaube, Sie meinen wirklich die Kiste aus Legion BFA, wo du dann genau ein Item drin hattest, ne? Ja, das war scheiße. Also wenn wir jetzt wirklich so diese Kiste als Feature nehmen, da hast du ja deine Keys gemacht und dann hattest du ein Item drin. Also das ist gar nicht mehr vorstellbar heute, ne? Da hatte ich ja 3 Wochen, wie ich Keys geballert habe und hatte 3 Wochen lang ein Schwert drin. Also, ich meine, du kannst auch heute Pech haben und hast 6-mal einen Umhang, aber so wie es heute ist, ist es deutlich besser. Und diese Kiste, es gab natürlich auch geile Momente und es war schön, die aufzumachen und dafür zu farmen. Aber wenn ich es jetzt so im Vergleich setze, dann ist das ein F für mich. Junge, also im direkten Vergleich, scheiß die Wand an. Schrödingers mit der 7. Vielen lieben Dank. Yo, nee, dann also wirklich beide Daumen nach oben für die Änderungen, ja. Magierturm. Magierturm, auch wenn ich nie alle Challenges gemacht habe, nie alle Erfolge geholt habe, ist ein S für mich. Also das waren Challenges, die waren so hammerhart, es hat Bock gemacht, sich da durchzubeißen, die Belohnungen waren geil und scheiße hatte ich einen Puls am Ende bei den Killtries, ne? Also Mage Tower, Junge, finde ich nochmal ein bisschen geiler als die Brawler Skill. Vielleicht war es dann so, weil es so rollenspezifisch war. Maybe deswegen? Könnte sein, aber habe ich geileres Feeling als bei der Brawler Skill? Magierturm. Und darum habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie den irgendwie über diese Time War Geschichten doch nochmal wiederbringen konnten, ja. Das sieht aus wie die Kiste aus BFA, ne? Die stand bei der Horde, bevor wir rausgelaufen sind, beim Gastwirt links immer in dem Raum drin, ne? Ja, das war auch ein Riesengewuse hier. Das Kackteil, Junge. Ich flippe aus. Die MOP-Farm. Ach toll. Ja, die werden wir demnächst ja wieder haben im Remix-Event. Die war schon sehr sweet. MOP-Farben, das hat schon auch Bock gemacht. Die Einleitungsquest war ganz süß, wo man da dann zum Markt musste und dann musstest du gucken, dass du die richtigen Samen kaufst und dass du da die Steine vom Feld nimmst und so. Die ist nicht verfügbar im Remix. Echt nicht? Oh nein, jetzt bin ich traurig. Na toll, da habe ich mich schon drauf gefreut. Danke für die Info. Und ich würde sagen, ist ein A für mich. War ein bisschen wie eine Mini-Garnison, ne? Da konntest du verschiedene Pflanzen eben hinstellen, die dir dann Ressourcen gegeben haben. Konntest du auch ein Haustier bekommen, wenn ich nicht irre. Und du hast nicht nur irgendwie Äpfel und Tomaten ernten können, du konntest auch so einen Kaktus pflanzen. Und wenn der fertig war, dann hast du Stoff für Verbände und Schneiderei bekommen, weil an seinen Stacheln der Stoff hängen geblieben ist. Also da war eine Menge zu holen und ich finde auch vom Gärtnerei-Aspekt und wie man da an die Ressourcen kommt, wirklich toll integriert gewesen. Darum durchaus Fan gewesen von der Farm, auf jeden Fall. Die Legendary-Umhänge aus MOP. Ja, die Questreihe heute nicht mehr spielbar, sehr schade. Aber die Questreihe an sich, die war eigentlich ganz cool. Bisschen Siegel sammeln im Thron des Donners. Und Furorion, der das Herz vom Donnerkönig frisst. Immer ein bisschen am Schachspiel mit Anduin, da in der Taverne. Und den Umhang brauchte man dann auch auf der zeitlosen Insel, um zu Ordos rüberzukommen, ne? Zu diesem Feuer-Jaungol. Und die Effekte waren auch geil, Junge, auf dem Hunter. Wenn dieser Xuan-Effekt losging und dann dieser Pfeilhagel nach vorne. Das war schon cool. Also da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Und da hatten wir auch noch den ganzen Bums mit Scharsockeln und so, ne? Gab es auch mal Scharsockel, Junge. Hilfe. Aber gleichermaßen,
Vergleichbar mit anderem, was ich da oben habe, hatte ich jetzt so viel Spaß wegen diesem Umhang? Questreihe war schon ganz cool, also man hatte echt ordentlich zu tun da an MOP. Aber wo packe ich denn die Umhänge hin im Vergleich? Ich glaube, mit dem B sind die gut bedient, oder? Ich glaube, mit dem B, ja, no hate. Mythisch Plus. Mythisch Plus ist für mich ein S. Ich laufe es jetzt nicht 24-7 gern. Ich gucke es mir lieber an. Ich kommentiere gern eure Keys, ne? M-Plus-Playlist auf YouTube. Ihr wisst Bescheid. Aber dennoch, in der Fünferrunde einfach so einen Abend mal durchblasen. Ja, was sie da an Affixen hin und her gewedelt haben über die Seasons und wie sie da mittlerweile rumrotieren mit den verschiedensten Dungeons aus den verschiedensten Add-ons auch. Also da finde ich, hat sich Mythisch Plus über die Jahre auch ganz geil entwickelt. Auch wenn es mal, finde ich, wieder so richtig frischen Wind gebrauchen könnte. Statt hier sind wieder tyrannische Bosse, die 5 Minuten dauern. Aber maybe arbeiten sie da sogar dran. Und vielleicht sollte meine Meinung als Gelegenheitsrenner da auch nicht ausschlaggebend sein. Aber irgendwie könnte ich da sogar als Gelegenheitsrenner mal wieder so ein richtig so, wisst ihr, wie ich meine, so ein Ding gebrauchen. Ja, das würde ich feiern. Aber sonst glaube ich gut, dass M Plus da ist. Und wer es nicht machen will, der kriegt ja sogar in TWW im nächsten Addon mit diesen Delves eine schöne Alternative, ne? Hi Lord, mit der 19 dabei. Vielen Dank. Need größer Greed, Bedarf vor Gier. Hatten wir heute im Stream gerade einige Geschichten, auch den LFR, das T-Mog, das Verkaufen von Items betreffend. Also Need for Greed vermutlich auch nicht, das Ende der Fahnenstange, aber doch mit das beste System, das wir gerade haben können. Ja? Abgesehen vom Persolut in gewissen Bereichen. Ja, wann endlich wieder Persolut für den LFR? Also generell finde ich, Need for Greed ist eine gute Sache. Ja, ich freue mich heute noch, wie damals beim ersten Dungeon, wenn Boss liegt und diese Fenster ploppen auf. Aber irgendwie habe ich mich auch sehr an den Persolut gewöhnt. Darum wäre für mich jetzt Need for Greed wäre für mich A. Und Persolut ist einfach eins drüber. Ja, also mit beiden kann ich mich doch ganz gut arrangieren. Finde alle Loot-Systeme blöd, wenn ich den Loot nicht bekomme. Das fühle ich auf jeden Fall auch, ja. Wo ich diese Liste mache, es gibt eine Seite, die heißt einfach Tiermaker. Da könnt ihr Tierlists machen und da kannst du einfach nach WoW suchen oder nach One Piece oder nach, was weiß ich, rasierte Eier. Ja, und dann kannst du das ranken, wenn es das da gibt. Tiermaker. Wir haben den Netherlichtiegel. Ja, also der war auf Argus, ne? Ende Legion. Hatten wir da noch so eine extra Spielerei, konnten da verschiedene Verstärkungen und Boni auswählen. Und das war auch ganz nett. Aber ich versuche gerade krampfhaft etwas in meiner Liste zu finden, womit ich das jetzt vergleichen könnte. Der Endbonus war auch ziemlich stark, ne? Das weiß ich noch, aber ansonsten ist das so ein Ding, das war da. Genau, es war da. Also es fällt mir schwer, gerade die fragmentierten Erinnerungen richtig zusammenzusetzen. Darum würde ich sagen, ist ein D. Ja, also war jetzt keine Vollkatastrophe, aber irgendwie, naja, tschüss. Das neue Talentsystem bin ich Freund von. Ja, wobei das neue Talentsystem hat hier jetzt im Hintergrund das eigentlich nicht mehr neue. Ne? Das neue Talentsystem ist das im Grunde jetzt schon wieder alte vor den großen Talent- und auch Heldentalentbäumen. Ne? Ja, das neue Talentsystem. Also diese Form fand ich immer noch besser als die alten Classic-Varianten, aber nicht so schön, wie wir es jetzt haben. Ja, weil mein Problem in Anführungsstrichen mit den Classic-Varianten war, dass du quasi ein Level-Up hattest und dann hast du sowas geskillt wie 1% mehr Mana-Rack, 1% mehr Parierchance, 0,1% schnellere Castzeit. Und dann kamen diese etwas beschnitteneren Bäume, wo viel, was du sonst geskillt hast, einfach als Passive-Talent so dazu bekommen wurde. Und jetzt haben wir, finde ich, so eine Mischung aus dem Positiven von beiden Seiten, ja, dass du schon mehr Auswahl hast, aber diese Auswahl, sich abgesehen von so Fillern wie mal plus 2 Lebensraub und so, doch ein bisschen, ja, besser, sinniger nach einem Impact anfühlt, ne? Und darum war dieses Mittelsystem auf jeden Fall okay für mich, aber wären Classic-Systeme für mich ein bisschen weiter unten wären, wären die, die wir jetzt haben, noch weiter oben.
Ja, darum würde ich es einfach mal hier quasi mit hinpacken. Gerade nachgeschaut bei Tiermaker, es gibt keine Liste mit rasierten Eiern. Das ist in meinen Augen ein Systemfehler. Dankeschön fürs Checken. Wir haben die Legendary-Umhänge von Ensor's. Und der an sich, ja, heute noch schwierig, weil du den immer noch machen musst, um Ensor's auch bekämpfen zu können. Also da kommt hoffentlich bald mal eine BFR-Raid-Überarbeitung. Ansonsten war der Prozess der Herstellung eigentlich ganz cool mit Furorion zusammen. Die Verbesserung haben wir vorhin zusammen mit den Visionen schon angesprochen. Und darum, ja, der Umhang an sich, den fand ich jetzt nicht besonders spannend, aber das, was drumherum mit dranhing, das fand ich eigentlich ganz cool. Darum würde ich den mit zu dem MOP-Ding packen. Ja, da sehe ich ihn. Das alte Talentsystem. Ja, das alte Talentsystem, wo hatte ich jetzt das neuere bei B? Dann ist das für mich ein C. Wupp, weil keine Totalkatastrophe gewesen, ne? Gerade wo man keinen Vergleich hatte, da hat man das aber mit Kusshand genommen, zumindest ich. Heute, wo ich den Vergleich habe, ja, freut man sich trotzdem beim Level, ne? Auf das, was da teilweise richtig rumst, aber da finde ich, haben sie auch im Rahmen der Modernisierung sehr gute Schritte, zumindest für meinen Spielstil gemacht. Und darum würde ich das hier ein bisschen drunter sehen. Die Order Halls, unsere Klassenhallen, finde ich an sich richtig schönes Feature. Und ich habe eigentlich nur eine Sache, die mir ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Ist für mich ein klares A in der Nähe zu S. A deswegen, weil es wirklich Klassenkampagnen gab, die so storylastig waren. Und da kamst du nicht ran als storyinteressierter Spieler, wenn du nicht diese Klassen getwinkt hast. Ordentlich getwinkt hast, weil du musstest ja was machen in diesen Klassenhallen. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und das ist für mich so ein Minuspunkt, wo ich heute noch Leute habe, die sagen: Ey, ich gucke zwar gerne auch bei deinen Videos rein. Und Junge hat das viele Klicks gegeben, weil die Leute keinen Bock hatten zu twinken. Gerne wieder. Aber aus reiner Spielersicht ist das Katastrophe gewesen. Wenn du da alles an Story erfassen wolltest, dann musstest du jede Klasse spielen. Und das fand ich super, was die Klassenhallen nicht alles hatten. Die Follower, die Erfolge, die Reittiere, die Waffen, die Händler, die Skins und boah, Bruder. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, kann ich nicht in S packen, weil da blutet mir heute das Herz noch so ein bisschen mit, ja. Ansonsten aber Klassenhallen generell wirklich coole Nummer gewesen. Ja, also das Grundkonzept fantastisch. Furorion ist ein kleiner Umhangfetischist, ja, das ist voll sein Ding. Da kennt er sich aus. Das sehe ich genauso. Wir haben Pathfinder. Ja, ist für mich ein D. Also, ich fand die Grundidee am Anfang ganz nett. Da sind diese Erfolge, über die man Fliegen freischaltet, ja. Und D ist es für mich, weil ich die Grundidee ganz nett finde, zu sagen, entdeckt erstmal die Zone. Sobald irgendwas mit drin ist, von wegen Ruffarmen, Raid-Endboss-Clearen oder so, dann finde ich es schon wieder unnütz. Aber zu sagen, checkt mal am Boden, was wir da eigentlich gemacht haben, befasst euch mal mit der Umwelt, guck mal, wo die Höhle ist, ja. Und dann, wenn du das alles erkundet hast, dann bekommst du diesen Erfolg und dann kannst du fliegen. Das finde ich okay, weil ich auch jemand bin, der gerne mal auf den Bodenreittieren wieder unterwegs ist. Einfach, um die auch mal wieder auszupacken. Und ja, könnte ich auch so, ist aber scheiße, wenn dann alle an dir vorbeifliegen, ne? Und darum mochte ich dieses gemeinsame Losreiten und erstmal erkunden eigentlich ganz gern. Aber gerade heute mit den großen Zonen, die ja auch fürs Drachenfliegen designt sind, da ist es nochmal eine schwierigere Nummer, ne? Und deswegen fände ich es eigentlich okay, wenn wir uns von dem langsam verabschieden. Momentan in einer Alpha vom TWW, da ist es ja auch so, dass du nur Drachenfliegen hast und es dann wohl ein Pathfinder-Erfolg geben soll, über den du das normale Fliegen freischaltest. Was ich auch nur bedingt fühle, wenn ich ehrlich bin. Und darum, ja, kann ich das auf jeden Fall nicht höher ranken, aber empfinde die Grundidee dahinter auch nicht als kompletten Müll. Pathfinder, wo man nur erkunden und die Story-Quest der Gebiete machen muss, wäre S+, ansonsten C, ne? Also das ist ein ziemlicher Downfall dann. Ja. Wir haben Personal Loot, so eine geile Geschichte, Junge. Oh mein Gott, wann endlich wieder im LFR? Bitte, ich kann nicht mehr.
Personal Loot, dass wir das nicht in Gilden Raids und so haben, okay, von mir aus, aber gerade in Random Runs im LFR, Junge, gib mir wieder Perso Loot, bitte helfen Sie mir. Dann haben wir die PvP-Kiste, zu der kann ich nicht viel sagen. PvP-Kiste ist eigentlich vom Symbol her dasselbe wie hier die M-Plus-Variante, ne? Die habe ich damals vermutlich nie voll gemacht. Aber Schätze waren ein ähnliches Prinzip wie bei M-Plus seinerzeit, ne? Darum glaube ich, die kann da unten bleiben. Die ist nicht gut gewesen, sagt Schmelke. Die hat wehgetan, hör mal. Ich will das nicht. Ich bin geschädigt, ja. Persolut muss mich retten. Hab damals in WoD 90.000 Gold ausgegeben, um die Ruffraktion auf respektvoll bzw. ehrfürchtig zu kriegen, damit ich fliegen kann. Mit den Ruftokens. Oh, true. Ja, geil, Junge. Das macht Laune. Pyro, hi. Ja, wir wollten eigentlich in die Alpha. Alpha-Server werden aber neu gestartet und darum sind wir jetzt in der Tierlist drin. Zur Überbrückung. PvP-Händler. Ja, ich glaube, PvP-Händler sind sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht allzu viel dazu sagen, weil ich seit längerem nicht mehr viel PvP mache. Aber ich glaube, Händler, wo man gezielt was kaufen kann, darum packe ich es mal auf A, ist immer geiler, als irgendwie wie hier zu einer Kiste zu gehen und dann ziehst du dreimal die Woche Handschuhe raus. Ne? Das ist ein ähnliches Prinzip wie dann mit diesen Abzeichenhändlern. Und darum ist diese Random-Loot-Geschichte, denke ich, eine, die sehr viel Schmerzen bereitet. Auch im Nachhinein für T-Mog, wichtige Sache, ja. Darum hätte ich gesagt, Händler kann ich nicht schlecht ranken, nee. Wir haben Händler-Upgrades im PvP. PvP-Ausrüstung upgraden. Ja, ich meine, Upgrades spielen auch im Jetzt-WoW, ich glaube, in allen Bereichen eine wichtige Rolle. Flugsteinfarben, ein sehr aktuelles Thema, ja. Aber haben wir da große Unterschiede? Also in Form der Marken nehme ich mal stark an, aber sonst? Ja, Händler und Upgrades dieser Art, also ich finde es eigentlich nicht unsinnig. Zumindest wenn ich aktiv spiele, dann habe ich damit auch nicht so die Probleme, ja? Wow, Umschmieden, Reforging, da sehe ich mich immer in MOP, in diesen Schreinrennen, wo dann diese Astralen ganz an der Seite standen, ja? Und das war wirklich eine schöne Sache. Ich glaube, das würde heute dazu führen, dass noch mehr Leute auf alles Bedarf rollen. Aber ich habe das in sehr guter Erinnerung, weil du hast ein Item bekommen und auf dem Item war, sagen wir, Tempokrit. Und du brauchtest aber noch Trefferwertung. Dann bist du hin zu diesem Umschmieder und hast einen Teil aus Crit rausgenommen und das zu Trefferwertung gemacht. Das fand ich geil und war auch, ja, wegen Hitcap, was mittlerweile weg ist, ne, bin ich auch ganz froh drum, aber das war wirklich geil. Also Reforging habe ich in sehr guter Erinnerung. War aber auch zu einer Zeit, wo ich nicht mehr als LFR ab und zu geradet habe. Ich weiß nicht, wie ich es bewerten würde, wenn ich damals so gespielt hätte wie heute. Bin ja jetzt auch nicht der Mega-Blaster, ne? Aber hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Und darum könnte es sein, dass ich das natürlich dann anders werten würde. Aber so war es eine gute Zeit. Wir haben die Runenschmiede. Damit meinen sie die Todesritter-Runen, oder? Ja, ich bin Todesritter-Main, ich finde das super. Wisst ihr, was ich über all die Jahre an Gold gespart habe, weil ich keine super qualitative Waffenverzauberung jedes Mal kaufen musste? Geil, schön schwarzes Tor, ab zur Schmiede, bam, Steinhaut-Gargoyle rauf und ab dafür. Ehre, ja, Runenschmieden, finde ich super. Macht den DK noch ein bisschen spezieller, spart mir eine Menge Gold, spielt mehr DK. Szenarios, Junge, Szenarios, absolutes S. Wahnsinn. Egal in welcher Form gemeint sind, denke ich, die MOP-Szenarios, ne? Die waren lore-relevant, die waren schnell gemacht, du brauchtest 3 Leute höchstens und hat sogar noch Loot und Erfolge gegeben. Also im Grunde die Inselexpeditionen des kleinen Mannes, die können sie super gern wieder reinbringen. Gerade jetzt in Dragonflight, wie cool wäre es gewesen, ein paar Szenarios, wo man mit Nostormu oder Chromie nochmal durch die Zeit reist und wichtige Momente der Drachenaspekte erlebt, nebenbei ein paar Mobs vermöbelt, Junge, Big Lore in die Fresse, also da wäre ich aber voll für zu haben. Ja, allein in MOP, was hatten wir da? Letztens erst im Loreload, wöchentlicher Podcast zur Story in WoW, ihr wisst Bescheid, haben wir drüber gesprochen, MOP-Szenarien. Ein Dolch im Dunkel, wo Vol'jin ermordet wird, oder fast ermordet wird von den Assassinen von Garrosh. Und das dunkle Herz, wo das Herz von Yasharaj ausgegraben wird. Und wir konnten da mitspielen. Also, absolut Top-Tier, ja. Szenarios hatte ich das Gefühl,
dass sie an den meisten Spielern vorbeigegangen sind. Was schade war, ja, fand die echt unterhaltsam. Same. Die waren leider auch von der Belohnung dann relativ schnell irrelevant. Ne? Ich meine mich zu erinnern, dass das Gearscaling auch nur bedingt interessant war, was natürlich echt schade ist. Shadowlands Legendaries. Boah. Also die hatten geile Effekte und das war insgesamt ein bisschen überschaubarer als in Legion. Aber Alter, erst tausende Gold ausgeben für dieses Handwerks-Rolling-Teil, dann den richtigen Effekt farmen, manchmal in Dungeons, manchmal über Ruf oder so. Und dann diese Seelenasche noch und was nicht alles. Puh, ne. Also im Vergleich zu vielen anderen, ihr spammt auch schon F. Aber nicht bei allem jetzt, was mit Shadowlands zu tun hat. So, wir dürfen uns nicht in die Spirale begeben. Aber an sich bin ich bei euch. Also Shadowlands, Legis, wenn du sie hattest, war cool. Aber oft hattest du sie nicht. Ne? Und da beginnt dann die wahre Trauergeschichte. Shadowlands Missionstisch. Ja, war okay. Da gab es ein paar Mounts. Es gab sehr schnell Add-ons. Sie haben versucht, das ein bisschen anders zu machen. Ja, so Minigame-mäßig mussten die Add-ons aktualisiert werden. Aber fand ich jetzt nicht besser oder schlimmer als in BFA. Hat mir ein bisschen Gold gebracht. Hat mir, glaube ich, sogar ein bisschen T-Mock gebracht. Da gab es ja dieses eine Schwert, ne, was man da extra noch am Ende irgendwo kriegen konnte. Mit so einer Mini-Quest, die dann am Missionstisch endete. Ich hatte den zuerst ausgebaut wegen den Reittieren, die ich da haben wollte. Und ja, letztendlich, was sie da verändert haben mit der Aufstellung der Truppen, das war dann doch nicht so relevant, wie man es vielleicht gern gehabt hätte. Darum, mehr als ein D ist, glaube ich, nicht drin. Bei mir zumindest nicht. Die Splitter der Dominanz, das waren diese Sockel in Cortia, ne? Die wir einsetzen und mit so einem speziellen Teil wieder rausholen konnten. Und ich glaube, wenn man 3 hatte von derselben Gattung, und dann gab es noch irgendeinen Bonus, oder? Dann hattest du so einen Froststurm um dich rum oder irgendwie Blut um dich rum absorbiert. Ja, war ein bisschen wie die Legendaries. Wenn du die hattest, war ganz cool. Aber der Weg dahin, also verbinde ich nur bedingt Schönes mit. Ich fand es nicht so katastrophal wie die Legendaries für mich. Und vermutlich hätte ich die Legendaries auch besser gefunden, wenn ich der Handwerker gewesen wäre, der sich damit eine goldene Nase verdient, ja. Aber ich glaube, mehr als ein D ist auch da tatsächlich nicht drin. Ich habe über die ganze Season nicht einen Teil dafür gesehen. Aua. Das System dahinter war aber besser als die Randomness wie in Legion. Absolut. Ja, du konntest zumindest versuchen, darauf hinzuarbeiten. Man konnte immer sehen, woher man die Teile dafür bekommen konnte und was man an Mats brauchte, war nicht optimal, aber besser wie random. Da bin ich ganz bei dir bei den Legos. Was sind das? Tertiäre Stats. Ach, sowas wie Movement Speed und so. Movement Speed und Vermeidung und so weiter, ne? Ja, also ist ganz nett. Gibt ja Leute, die dann gerade bei Twinks so Bonus-Sets basteln mit super viel Lebensraub oder nur Movement-Speed. Deswegen sind Teile, auf denen sowas prockt, immer ultra teuer im AHA. Für die Edel-Twinks, die sich da gebaut werden fürs Ziehen durch irgendwelche Dungeons oder Zeitwanderungen oder sowas, ne? Darum, ja, macht jetzt nicht so viel aus in vielen Bereichen, wenn man es nicht drauf anlegt. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich hätte gesagt, ist für mich ein B. Ja, man freut sich immer. Wenn man ein geiles Teil bekommt, ist noch Lebensraub drauf. Ey, geil. Aber es ist auch nicht so, dass wenn keins drauf ist, ich mir sage, scheiße, da hätte jetzt Vermeidung procken können. Ne? Darum, ganz nette Ergänzung. Die große Kammer, da ist sie. Das ist ein S für mich. Das ist so eine Verbesserung zu dem Much, den wir hier unten angesammelt haben. Toll, man kann dennoch reinscheißen. Wir wissen gerade, Social Media Game am Mittwoch. Katastrophe, alle posten nur, was sie für Kacke gezogen haben. Aber overall denke ich, eine richtig sinnige Verbesserung, gerade jetzt auch mit dieser Open-World-Sparte, die sie da entwickelt haben, wo auch die Delves von TWW mit reinzählen sollen, haben wir auf YouTube in der Alpha-Playlist und schon einige angesehen, wer sich da vielleicht noch kein Bild gemacht hat. Die große Kammer des Schreckens, genau. Also selbst wenn man nichts hat, dann zieht man Sockel raus oder noch ein bisschen Gold. Darum, das ist schon toll. Torghast. So, jetzt wird's interessant. Torghast. Wir beide.
Was mache ich mit dir? Ich habe so viel erwartet von Torgas, Mann. Ich wollte, dass das meine Inseln 2.0 werden, na? Was habe ich bekommen? Irgendwie ein Modus, den wir an einem Abend dann durchgeboxt haben mit passendem Gear. Und Seelenasche-Grind auf allen Twinks, die ich spielen wollte. Und dann ab und zu mal so ein Händler, der ein Schwert verkauft hat. Und noch ein Zusatzmodus mit dem Skillbaum, dieses Adamantgewölbe, wo du nur reinkamst, wenn du besonders gut gespielt hast, um dann nochmal eine Loot-Chance auf schicke Items zu haben. Es gab Nächte, da habe ich Torgas sehr genossen und ich fand nicht alles schlecht daran. Ich hätte mir nur mehr gewünscht. Also meine größte Enttäuschung bei diesem Feature rührt daher, dass ich eigentlich finde, man hätte relativ leicht mehr rausholen können. Indem man einfach den Loot-Pool erweitert, kippt da doch Zeug rein, Recolor-Sets, Reittiere, Junge, ich wäre da durchgedreht, ja? Und das ist nur sehr begrenzt passiert. Torgast. Schwieriges Ding. Ich hatte auch Spaß mit den Twinks und den unterschiedlichen Boni, ne? Das hat schon gebockt. Aber auch da wieder, immer wenn ich was Gutes finde, kommt so, aber es hätte doch, ne? Es hätte doch. Torgast. Ich glaube, Torgast ist für mich ein C. Ich würde sagen ja, weil es war nicht, oh, Musik ist aus, kann das sein? Huch, weil von Elvin lasse ich mich nicht im Stich. Weil Torgast war keine Komplettkatastrophe für mich, aber auch definitiv nicht das, was ich haben wollte. Ja, so ist das Leben, ne? Auch in WoW. Die Schäden des Schicksals, ja, das war dieses Feature, dass du mit deinem Twink, wenn du in Shadowlands gestartet bist, aussuchen konntest, ob du die Kampagne machen willst oder frei durch die Zonen flatterst. Was dazu geführt hat, dass ich abends mit meiner Freundin beim Leveln die freien Zonen gewählt habe und nur die Bonusziele abgeflogen bin und nebenbei ein paar Dungeons geballert habe. Und das war total lässig. Also allgemein diese Freiheit zu haben und das dann so machen zu können, wie du willst, in welcher Reihenfolge oder auch nicht, das war stark. Also das ist für mich A gewesen, weil das gibt uns einfach mehr Freiheit beim Leveln und das ist immer etwas, was ich eigentlich sehr zu schätzen weiß. Oder ist es sogar S für mich? Ich überlege gerade, was hätte noch besser sein können. Nö, ich glaube, es hätte nicht viel anders oder besser sein können. Ich glaube, es hat mich nur insgesamt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich sagen würde, das ist mit den S drin. Es war gut. Ich hab's genossen. Ultarion mit der 30. Dankeschön. Tiersets S. Ganz klar, es gibt natürlich auch bei Tiersets Kontroversen. Ich erinnere mich an Legion, wo unser guter Bolias Hunter gespielt hat und wollte da ein bisschen tryharden und musste dann, als wir schon im Grabmal waren, da den Zweier-Bonus farmen und dann nicht den Vierer, sondern parallel den Zweier aus der Nachtfestung. Also, es gibt auch immer mal Psychosen bei Tiersets, aber Stand jetzt mit dem Umschmieden, mit den vielen verschiedenen Farben, mit dem Farmaspekt auch alte betreffend, ja, also diese ganze Optikgeschichte allgemein, die Boni, die ich in letzter Zeit so gesehen hatte, die machen einfach Spaß. Es fühlt sich immer doof an für mich, das Tierset abzulegen, wenn ein neues Addon hittet oder so. Und darum Tierset für mich super positive Sache, ja. Timewalking, sowas von S. Bruder, was hatte ich Spaß mit Timewalking? Am allermeisten, als es so komplett broken war, noch die alten Set-Teile aktiv waren und so. Ja, immer zu den, wo sind sie? Hier, Abzeichenhändlern in Dalaran. In Votika und erstmal irgendwelche random Zweier-Set-Boni aus Nax und Ulduar gekauft und dann rein in die Zeitwanderungs-Dungeons, Junge, ausprobieren. Dann wurde da viel genervt und dann haben wir angefangen, auch im Stream die Raids zu ballern und so weiter. Und das ist einfach super funny. Also Time Warp geht hoffentlich noch sehr, sehr lange weiter. In welcher Form auch immer. Neuer Raid, Remix-Event, gib mir alles. Let's go. Titanforging. Dass die Items procken können, ne? Dass du einfach was lootest und das prockt dann Titan, Donner, Kriegs, was auch immer geschmiedet, einfach so auf einer höheren Stufe. Ja, also brauche ich jetzt persönlich nicht, weil ist so random Shit, ne? Und random Shit kann ich meistens auch nicht besonders gut leiden, aber einen Pluspunkt muss ich dem Ding geben. Weil es war schon geil, wenn du was lootest und das wird auf einmal noch cooler. Also da bin ich ein einfacher Spieler, ich sehe, mein Item wird noch geiler, ich drücke Like, ja. Aber ansonsten war das schon ziemlich Abfuck. Also ich gebe mal deswegen wegen dem Feeling D, aber sobald ich darüber hinaus gucke, ja,
So, du kriegst vielleicht dasselbe Item gelootet wie der Bruder neben dir und seins wird einfach besser. Da ist dann schon wieder Kacke, ne? Für mich A war eine Motivation, auch mal loweren Scheiß zu laufen. Das ist ein guter Punkt. Ja, den fühle ich persönlich nicht so, weil dafür war es mir dann zu wenig, aber man hatte zumindest immer, wenn man wem geholfen hat oder so, ne, noch die Chance auch zu sagen, ey, vielleicht, ne? Das ist ein interessanter Punkt. War aber für mich vom Feeling her nie ausschlaggebend. T-Morg, ja, das ist natürlich Schmutz. T-Morg ist natürlich auch ganz oben auf S, habe ich auch wieder gemerkt, als ich in Classic gelevelt habe, wie meine Chars da aussehen. Auf der einen Seite ganz witzig, ja, weil man sieht jetzt nicht aus wie der Held von nebenan, sondern wie Arsch auf Eimer. Aber ansonsten bin ich sehr froh über T-Morg, ja. Die Sammelleidenschaft, das, was man da rumprobieren kann. Unsere T-Morg-Contests hier, ja. Und das, was man selber so zusammenstellt, das ist, ja, also ohne T-Morg wäre mein WoW-Playstyle, glaube ich, mittlerweile auch ein ganz anderer. Kriegsfronten, Dunkelküste und Arathi-Hochland fand ich cool eingebunden, auch mit der Open-World-Verbindung der Zonen und Veränderungen vor allem. Und darum fand ich das drumherum schon ganz cool, auch dass man Marken sammeln konnte, gezielt für Reittiere, für Erbstücke und so weiter, wenn sie nicht verbuggt sind, ja. Und das hat auch sehr viel Freude gemacht. Und die hätten auch mehr sein können. Das ist mein einziger Kritikpunkt neben den Bugs, die wir teilweise hatten. Ja, die hätten noch mehr sein können. Ich erinnere mich an Zeiten, wo eine Sebermund-Warfront, meine ich, gedatamined wurde oder Teile davon. Da war man dann ein bisschen enttäuscht. Eine scheiß Datamining, Junge, dass da dann nichts weiter kam. Aber overall muss ich sagen, Warfronts auch schön abends mit einer random Russengruppe da einfach die Nachtelfen vermöbeln, Junge, und keiner weiß, was abgeht. Das war schon cool. Ich würde sagen, ist ein gutes B für mich. Ich glaube, ist ein gutes B mit Tendenz zu A, weil es wäre noch ein bisschen mehr gegangen, aber an sich solide Nummer, ja. Definitiv. Warlords of Draenor, Legendary Rings. Oh damn, okay, die Ringe, ja, die Questreihe war auch ganz cool. Aber der Ring an sich war halt so ein weiteres Legendary-Experiment, ne? Die waren, glaube ich, auch keine Vollkatastrophe. War nicht so schlimm wie in Shadowlands. Aber ich überlege gerade, haben die mich sonst irgendwie noch gecatcht, außer dass man es natürlich haben wollte? Ich glaube fast nein. Die habe ich schon wieder halb vergessen, offen gesagt. Ja, fühle ich, deswegen bin ich gerade auch nicht ganz so sicher, was wir mit denen machen. Ich erinnere mich, dass wir da bei Khadgar immer mal waren, oder? Für irgendwelche Ermächtigungen und so. Musste man allerhand Scheiß sammeln. Ich glaube, ich gebe ein C, weil ich kann mich gerade auch an keinen Abfuck erinnern, aber für einen Hype hat es offenbar auch nicht gereicht, ne? Ja. WoD-Missionstisch S, Bruder. Das alte Junge, wann kommt der endlich wieder? WoD-Missionstisch, also wer da nicht S gibt, der hat den auch nie richtig geliebt, ja. Der hatte da diesen Goldmaking-Trick irgendwie nicht raus. Ich meine, wenn wir jetzt die Werft dazu nehmen mit den Schiffen, wo du eine Mission gestartet hast, die 99% Wahrscheinlichkeit hat und die geht schief und beide Schiffe werden zerstört, dann muss ich den vielleicht nochmal ein bisschen runterziehen. Aber ansonsten WoD, oh mein Gott, meine Missionstischliebe, ja, war das fantastisch, Mann. Du bist einfach durchgelockt, bam, 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 super sick einfach nur. So muss das bei Taylor Swift sein, wenn die ein neues Album droppt, weißt du, und geht dann Spotify-Hits durch und was sie da irgendwie an Auszahlung bekommt. Das ist wie wenn wir da die Twinks durchgelockt haben, Junge. Bob, 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 einfach draufgeklickt, zack, wieder 5k, wieder 5k. Geil. World Quest. World Quest größer Dailies. Junge, es gibt Leute, die mögen Dailies und das habe ich gelernt zu respektieren. Aber mittlerweile macht es mich wütend, wenn etwas hätte eine Weltquest sein können, wo du hinfliegst, das Vieh umhaust und du bist fertig. Und es ist aber eine Daily, wo du erst zu der Daily fliegst, um die anzunehmen, dann fliegst du hin, um das Vieh zu töten und dann fliegst du wieder zurück, um das abzugeben. Ich krieg Puls, wenn ich darüber nachdenke. Also, Weltquest allein schon deswegen in meinen Augen eine Ergänzung. Im Positiven auch das Ganze drumherum.
dass du, wenn du irgendwelche Kisten hattest, ne, hier sehen wir gerade Legion, glaube ich, dass du immer eine gewisse Auswahl hattest, ja, willst du jetzt irgendwie im PvP was mitnehmen, willst du lieber so ein Minigame machen oder 20 Murlocs töten, und da sind Weltquests zumindest für mein Gameplay, sage ich mal, ein bisschen sinniger, ja, und damit kann ich mich deutlich besser arrangieren. Wir haben echt viel in S drin, das freut mich. Daily Quests, ne, im Vergleich, also wirklich, als ich den Vergleich nicht hatte, waren Dailies okay. Du hattest immer was zu tun, konntest deinen Ruf farmen, aber wenn ich Dailies jetzt im Vergleich zu Weltquests sehe, dann sage ich, Dailies müssen brennen, ja. Gieß noch ein bisschen Öl rein, hau noch den Kanister mit Benzin drauf und lass sie brennen. Weil, nee, Dailies, habe ich gerade erklärt, wie ich das empfinde, ne, und wer Dailies mag, dem sei das gegönnt, macht noch eine für mich mit, aber wenn ich nochmal blaue Ausrufezeichen sehe, ich weiß nicht, was passieren wird. Spüre da leichten Hass, aber nur leicht. Ich habe so viele Dailies gemacht, World Quests waren da echt eine Erfüllung, ne, das war wie so ein Upgrade, wenn man irgendwie ein Hotelzimmer gebucht hat und dann sagen sie, wir haben keinen Platz mehr, wir mussten sie upgraden, let's go. Flexibles Raiden S. Junge, dass wir nicht mehr an 10 und 25 gebunden sind, das ist halt so ultra big einfach nur, dass du auch sagen kannst, ich gehe mit 13 rein, mit 17, mit 27, scheißegal, der Raid skaliert mit, wir haben dieses Flex-Rating, für manch einen vielleicht weird Flex, aber overall muss ich sagen, wirklich eine schöne Ergänzung gewesen, ohne die ich nicht wüsste, ob wir es auch geschafft hätten, jedes Mal so ein 25er oder 40er sogar voll zu bekommen. Ja, da finde ich es auch super, wie sie in SOD jetzt erstmal niedriger pokern, ne, und nicht alles auf 40 Leute und so trimmen. Da kriegen ja Gildenleiter, Raidleiter Herzanfälle hier. Darum ist das, glaube ich, eine sehr sinnige Sache. Mein mit der 22. Dankeschön. Oh, Agentum Dailies. Ja, die waren besonders schlimm. Es gibt auch nette Dailies, keine Frage, aber im Vergleich, ne, im Vergleich, Zeit für ein Osterfeuer. Dailies an sich waren schon cool, als es noch keine World Quest gab, ging er zu BC schon damit los, absolut. Na, da hatte man halt seine täglichen Aufgaben, da ist man gerne rumgeflogen, man hatte ja sonst auch noch nicht so viel, was wolltest du an T-Mog farmen, ne? T-Mog gab's noch gar nicht, eine alte Welt in dem Sinne auch nur sehr begrenzt, also da war das natürlich eine tolle Neuerung, ja. Paragon-Ruf, das ist der Ruf, der aktiv wird, wenn du eine Fraktion auf Ehrfürchtig hast und dann nochmal die Rufleiste voll machst und dann eine besondere Kiste bekommst, wo wieder Reittiere, Spielzeuge oder sonst was drin sein kann. Gerade auch in Legion eine sehr interessante Mechanik. Und ich finde es an sich cool, wenn du nebenbei mit Ruf voll gekackt wirst. Wenn ich aber, nachdem ich Weltquests und Dailies fertig habe, noch mehr Weltquests und Dailies derselben Art machen muss, um dann noch mehr Ruf zu bekommen, nachdem die Leiste voll war, dann knallt's bei mir im Kopf. Dann kriege ich wieder Anfälle, kriege ich wieder Puls. Ja? Aber häufig war es in der Vergangenheit so, dass dieser Ruf, ich sag mal, mitgenommen werden konnte oder anders über Patches und Features hinweg gewonnen werden konnte. Sei es über Missionstische oder dass dann diese Fraktion im nächsten Patch mit dabei war, ja, und man darüber dann noch irgendwas bekommen hat. Wie auch in Dragonflight, wo wir auf die verbotene Insel sind und dann standen da auch wieder Tuska und Drachenschuppen-Expeditionen und dann hast du das nebenbei mitbekommen. Darum finde ich das Feature an sich okay, weil es die Fraktion noch ein bisschen länger relevant für deinen Farm macht. Aber es kommt für mich stark darauf an, wie wir diesen Ruf bekommen. Und darum würde ich es in die Mitte packen. Wäre für mich C. Ja, wäre für mich ein C. Immer abhängig davon, wie sehr man da eben reingrinden muss. Oder halt auch nicht. Zum Start von Qatar habe ich damals noch 25 Dailies vorbereitet gehabt, den ganzen Nordend. Einfach auch, weil man nichts zu tun hatte. Hat aber nichts gebracht, weil Start war eh verbuggt und bin um 3 pennen gegangen. Geil. Die Vorbereitung. Berufe. Ja, Berufe müssen endlich raus. Also, ich sage, der Tag, wo WoW Berufe rauspatcht, ist der, wo wir den Weltfrieden haben. Weil das ist natürlich geisteskrank. Ja, das geht überhaupt nicht. Nein, Berufe, ich selber bin kein großer Freund von ihnen. Habe Berufe am
intensivsten gemacht, wenn es irgendwie Reittiere gab, ja, in Legion zum Beispiel. Und finde auch die Änderungen, die sie jetzt vorgenommen haben, sehr, sehr gut. Auch, dass ich als Berufsfauler über diesen Handwerksposten mich doch bei anderen quasi ja, als Auftraggeber melden kann und die machen das dann fertig, geben noch ein Taschengeld dazu und das finde ich cool. Also wie sich Berufe entwickelt haben, finde ich richtig stark, bin aber selber kein großer Berufsfreund, muss ich sagen. Würde aber trotzdem A geben, weil ich diese Entwicklungen sehr zu schätzen weiß und auch durch diese Entwicklungen selber besser an diese Items rankomme, die ich haben möchte. Und gleichermaßen das Gefühl habe, mit dem Berufsausgeskillten richtig zusammenzuarbeiten und das auch entsprechend vergüten kann. Also das finde ich vom Feeling her einfach wirklich geil. Und darum glaube ich, ist ein verdientes A. Ja. Waffenskill. Boah. Nee, ist für mich ein F. Da müssen die Classic-Spieler tapfer sein, aber nix geht mir jetzt rückblickend noch so auf den Sack, wie in einem Dungeon endlich eine neue Waffe zu kriegen. Und dann musst du erstmal im fucking Wald von Elven Rehe töten, damit du nicht in deinem eigentlichen Questgebiet totgeschlagen wirst, weil du nichts triffst. Darum, okay, damals so fürs Fantasy, Immersions, wie auch immer Feeling, ja, kann man machen, die Heldentat mit unbewaffnet ausgeskillt, genau. Aber, boah, gerade verglichen mit vielem, was wir hier jetzt drin haben, keine Chance, Mann. Waffenskill. Ah. Was ist das denn hier eigentlich? Max, neue Frisur. Okay. Ja, ein Liquid-Fan, der die Liste erstellt hat hier, oder was? Grüße gehen raus. Ja, neue Frisur ist auch wichtig, oder? Customize-Optionen sind immer super. Ohne die hätten wir diese Liste vielleicht gar nicht. Haustierkämpfe. Ja. Schön, dass sie da sind. Ich sag ja immer, wenn ich Pokémon spielen will, spiele ich Pokémon, mache ich auch. Ich hatte immer noch mein Shiny Wampitz, Junge, das hat so keinen Bock auf mich, ich flippe aus. Aber dafür habe ich eher eine Shiny Wampe. So gleicht sich das aus im Leben. Dennoch, Haustierkämpfe haben mir hin und wieder geholfen beim Ruffarmen, gerade in Nasiata, wenn es irgendwie Taktiken gab mit overpowerten Haustieren oder ähnlichem. Das war eigentlich ganz nett. Das Sammeln macht mir Freude, auch in Sachen Optik hat sich da, finde ich, eine Menge getan. Leute stellen sich hin und sagen, Haustierkämpfe müssen raus, campen dann aber 8 Stunden Twitch-Chats, um irgendwie bei den Drops sich ein süßes Vögelchen zu verdienen. Darum glaube ich, Haustiere haben schon auch in dieser Form ihre Daseinsberechtigung und hat mir doch über all die Jahre mehr Freude, denke ich, bereitet, als ich vielleicht zunächst gedacht hätte, auch als die Haustiere in die alten Raids reingepatcht haben, ja, ICC und so weiter, ne? Ist man doch auch wieder gelaufen. Und darum glaube ich, Haustierkämpfe ist für mich auf jeden Fall im A-Bereich. Ja, es gibt so ein paar Sachen wie Haustierkampf PvP, also da kann man mich dann gleich in die Tonne treten. Alles nutze ich davon ja nicht. Darum ist es für mich kein S, aber overall mit allem drum und dran doch ein A. Dann haben wir Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunktehändler. Ja, also Händler. Das ist wieder ein bisschen Sicherheit in Richtung Farmen. Das ist für mich auf jeden Fall ein S. Da verbinde ich ganz gute Erinnerungen mit. Glaube, da kann man jetzt wenig falsch machen. Dann haben wir den Creation Catalyst. Oh, das ist Umschmieden. Unser Katalysator S. Junge, so, so geil. Ich will nicht wissen, wie lange es gedauert hätte, ohne diesen Katalysator alle T-Sets oder Full-Sets zu bekommen. Heiliger. Also, super wichtiges Feature. Bin gespannt, wie sie es weiterhin mit diesen Aufladungen halten, ja, gerade zum Start eines Addons, zum Start einer Season. Da haben sie, glaube ich, auch noch nicht den Weg gefunden, wo sie so richtig hinwollen, aber haben sich da doch über die letzten Monate und Jahre, denke ich, immer besser eingespielt. Und darum bin ich eigentlich ganz happy mit dem Teil und auch in Dragonflight, in jeder Season, da habe ich ja ähnlich wie mit meinem Legion-Abschlussprojekt mit den Skins, habe ich ja hier versucht, in jeder Season mit jeder Klasse das Fullset im LFR und im NHC zu bekommen, was nur ohne Nervenzusammenbrüche ging, weil wir das Umwandeln im Katalysator und das Aufwerten mit den Flugsteinen haben, ne? Und deswegen bin ich damit eigentlich ganz happy, ja. Der Garnifarm geht leider nicht mehr mit dem Gold. Nee, das haben sie direkt genervt dann, als WoD vorbei war.
Was haben wir hier? Oh, das ist, das haben bestimmt auch viele vergessen, Mann. Von den ersten, dieses Dechiffriersystem mit der Sprache. Wie hieß der kleine? Pokopok? Ja, Pokopok, da musste man immer aufpassen, wie man ihn ausspricht. Und da haben wir diese Sprache gelernt und verschiedene neue Skills für die offene Welt darüber freigeschaltet. Und das war ganz nett. Das war aber gleichermaßen, ich habe es so empfunden, ein bisschen undurchsichtig. Aber hatte auch seine witzigen Komponenten, ja. Darum wäre, glaube ich, ohne dieses Feature der Patch nicht besser oder schlechter gewesen. Aber wir hatten im Stream eigentlich ganz gute Zeiten damit. Da hat Mavrid uns wieder viel gezeigt, wir haben diese Rezepte da drumherum gefahren, was jetzt indirekt nur damit zu tun hatte. Aber ja, hat es für mich jetzt nicht abgerissen. Ist für mich ein D. Ist ein gutes D gewesen. 25 Mann-Raids. Ist im Vergleich zu Flex halt unnötig. Ist jetzt keine Katastrophe, würde ich sagen. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, sollte das wiederkommen? Ich würde sagen, nein. Ich würde es jetzt nicht in F packen, weil die hatten auf jeden Fall auch ihren Reiz. Aber wenn wir auch das wieder mit Flex vergleichen, wo du halt auch mit 24 gehen kannst, dann, ja, sehe ich es irgendwie bei mir in D. Ne? Und D vielleicht auch nur, weil ich damals in ICC mich besser reinschmuggeln konnte als in die 10er. Selbiges dann bei 40-Mann-Raids, ja, die haben schon ihren Reiz. Die haben ihren Reiz, aber warum überhaupt feste Raid-Nummern? Ja, war damals sicherlich irgendwie auch vom technischen Stand her dann besser zu skalieren oder, aber jetzt haben wir Flex, darum brauchen wir das irgendwie nicht mehr. Und D statt F ist eigentlich nur ganz netten Erinnerungen geschuldet von irgendwelchen Geburtstagsevents oder Ähnlichem. Sicherlich, wenn ich damals so Classic gespielt hätte, heute großer Veteran wäre, dann sind diese Erinnerungen sicherlich besonders süß. Ich könnte mir vorstellen, dass es Spieler gibt, die sagen, nix ging über die planlosen, längenden 40-Mann-Raids auf dem Aldi-Rechner. Aber die Erinnerung habe ich halt nicht. Und darum, ja, bin ich super froh über Flex. Dragonfly-Talentbäume. Ja, wie habe ich es vorhin gesagt, bin ich deutlich zufrieden damit als mit Classic-Talentbäumen und auch deutlich zufriedener mit den neuen als mit denen, die dazwischen jetzt waren, nämlich diesen hier. Darum ist es für mich ein A. Ja, ich bin gespannt, ob wir dann in der World Soul Saga mit den Hero-Talents das S erreichen. Aber ich finde, auch in den Bäumen hat man immer noch mal das Gefühl, dass da irgendwie ein paar Talente bei sind, die wirklich nur so überbrücken sollen zu dem, was jetzt wirklich Sinn macht. Ja, das ist bei einigen besser, bei anderen weniger gut gelungen. Darum bin ich damit nicht unzufrieden, ja. Aber bin eigentlich auch froh, wenn ich einmal meine Skillung gefunden habe und nicht alle 3 Minuten nochmal rumdoktern muss. So. Und deswegen ist das schon eine Verbesserung in meinen Augen, weil sie hier, finde ich, vieles von dem kombiniert haben, was man auf den Wegen von Classic und Cutter und sonst so bis hierhin gelernt hat. Aber gleichermaßen ist noch Luft nach oben für mich. Und vielleicht wird diese Luft dann durch die Hero Talents irgendwie ersetzt. Ne? Gefunden, inhaliert, egal, macht was mit der Luft. Tetsuhiko mit der 18 am Start. Dankeschön. Dragon Riding. Und das hätte ich nicht gedacht, als ich es vorgestellt bekommen habe. Aber Dragon Riding ist für mich super cool. Ich bin kein Freund von den Rennen. Ich finde die Rennen ultra lame. Ich bin auch kein Autorennen, Formel 1 oder sonst was Fan. Ich mag auch kein Content mit Zeit im Nacken, ne? Deswegen M+ gucke ich lieber zu, als selber zu spielen. Darum Rennen, nicht so meins, ja. Gönnt euch mies, aber ich gucke dann lieber zu und esse Popcorn. Aber an sich, dieses Feature, wie es auch mit der größeren Welt wirklich harmoniert, ja, das haben sie ja immer wieder betont, dass sie die Zonen in Dragonflight und auch dann ab 11.0 extra dafür designen, großartig. Also das hat man, denke ich, gemerkt und deswegen Drachenfliegen war auch leicht reinzukommen, was das Farmen dann der Punkte für die Verbesserungen angeht, ne. Das fand ich wirklich toll und finde es immer noch toll. Erbstücke. Müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden, weil Erbstücke generell finde ich super, dass du Währungen, vorrangig Gold, investieren kannst, um deine nächsten Chars beim Leveln zu verstärken. Allerdings finde ich die momentanen Erbstück-Boni, die dann irgendwie nach dem Level-Up einen Buff geben und deinen ausgeruhten Bonus erhöhen, nicht so cool wie die alten. Ja, die alten waren besser, oder? Also das generelle System finde ich cool.
und frage mich, warum einige accountgebundene Sachen wie diese Waffen aus MOP da immer noch nicht mit drin sind oder einige Waffen und Schildhände und so aus Archäologie. Keine Ahnung. Dafür haben wir jetzt 100 verschiedene Schmuckstücke oder so, aber gut, anderes Thema. Erbstücke generell, eine coole Sache. Leider nicht zu meinen Gunsten verändert. Unseren Gunsten. Ihr seid mit an Bord in Teilen, das ist schön, dass ihr das auch so seht, aber doof, dass wir es so sehen müssen anscheinend. 20-Mann-Raiding, oh mythisch, okay, da steht in Klammern nochmal mythisch bei. Ja, und mythisch Raids, also liebig zuzuschauen, müssen wir jetzt hier neben Max eigentlich packen, ne? Selber kein Interesse, das zu spielen, aber ich liebe das World First Race immer zu campen. Wenn ich nicht gerade selber irgendwie am Ballern und Streamen und Aufnehmen bin, dann ist ja das Programm, was immer nebenbei läuft. Habe super gern auch den deutschen Cast rund um Aversion geschaut und das war immer eine super geile Zeit, die sich jetzt leider dem Ende geneigt hat, aber es gibt immer Riesen-Events, es gibt eine Menge Trubel, mag ich. Ich mag es bei anderen mitzufiebern, auch in der Community haben wir viele Mythisch-Raider, die da hunderte Versuche reinböllern, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, große Unterschiede da auch zwischen der Art und Weise, da wirklich ranzugehen. Und auch so schaue ich super gern bei Mythisch-Geschichten vorbei, wenn da eingespielt wird. Bei Fyrak habe ich super gern beim Doc über die Schulter geschaut, heimlich gelurkt, Grüße gehen raus. Und auch so, ich muss das nicht spielen. Aber ich finde es trotzdem super. Ich finde es gut, dass wir das haben und die, die schwitzen wollen, da schwitzen können. Und ich kaufe mir dann Cellrun. Ich hoffe, dass sie auch wirklich richtig schwitzen, damit ich mir dann schönes Mount ziehen kann, ne? So sieht's aus. Arena. Ja, früher gespielt. Grüße an den lieben Exo. Einer der besten. Grüße an meinen Vater, mit dem ich Arena eine Zeit lang gespielt habe. Aber immer für die Lulz. Mit meinem Cousin für die Lulz. Mit Vatern für die Lulz. Mit Exo. Die Liste ist lang. Immer für die Lulz. Und ja, Arena, also wie Schlachtfelder. Schön, dass das da ist, aber ich brauch's jetzt nicht, ne? Für mich selber ist es jetzt nicht weiter interessant, aber ich hatte da schöne Zeiten mit und wenn ich jetzt PvPler wäre, wäre es für mich S. So ist es halt A. Ich denke, Arena ist einfach essentiell, dass wir das haben, auch wenn es jetzt nicht mein täglich WoW-Brot ist in dieser Phase. Battlegrounds dasselbe. Ja, da würde ich mir noch ein bisschen mehr frischen Wind regelmäßig wünschen, aber gut, wir haben ja jetzt sowas wie diese schnellen Schlachtfeldrunden, die sie da drin haben und die Brawls, die regelmäßig stattfinden, aber auch da ist noch Luft nach oben. Das ist klar. Dennoch nichts, was ich jetzt streichen wollen würde. Artefaktkraft. Artefakt Power. Okay. Was würdest du ohne die PvP-Memes machen? Das ist eine gute Frage. Da hast du recht. Also generell fand ich's cool, über diese Power die Waffe zu verstärken und die dadurch auch wirklich stärker werden zu lassen, weil wir dann ja Fähigkeiten, Passive Traits und so bekommen haben. Aber an sich war es halt einfach nur ein Grind. Ähnlich wie Azerith, ne? Hatten wir Azerith selber nochmal mit drin? Nee, ne? Sondern nur die Features, die damit verbunden waren. Aber wenn es jetzt rein um die Kraft geht, also Waffen hatte ich ja höher gerankt, ne? Waffen fand ich okay. Waffen waren geil, genau. Aber das war ja so ein bisschen Daily FOMO. Ne, tägliche Fear of Missing Out ist, wenn du einmal vergessen hast, da deine Weltquest zu machen, dass dir dann der Bonus fehlt und auch wenn es vielleicht nicht so entscheidend war für den Bosskill mit deiner Gilde am Abend, ja, hast du trotzdem das Gefühl, jetzt nicht alles geben zu können, weil das eine Ding dir irgendwie gefehlt hat. Und darum hat sich das, finde ich, im Verlauf des Add-ons schon ein bisschen verbessert. Ne? Man hat das ja auch aufgebaut in der prozentualen Anzahl, wie man es dann erworben hat und wie es sich dann ausspielen konnte. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich brauche es nicht. Alles mit A, Azerith, Artefakt macht Anima. Ja, auch Anima denke ich gleich an diesen Ausbau der Pakthalle, wo du jedes Mal entschlunden musstest für 20 Seelen. Du konntest nicht sagen, ich sammle gleich 100 Seelen. Nee, du musstest 20 sammeln, zurück, die abgeben, Quest annehmen, wieder zurück, 20 sammeln, wieder zurück, Hilfe. Ja. Nee, ich glaube, ich lasse es auf F. Also wenn es rein um diese Kraftmechanik geht, nee, das fand ich nicht schön. So.
Wisst ihr, was das ist? Das ist das Verdorten-Training. Und da muss ich jetzt ähnlich wie bei der Runenschmiede sagen, da spiele ich die Blutika-Main-Karte und sage, das muss brennen. Das kommt mit auf den Daily-Haufen. Die Idee war cool. Die Idee war, dass eine, ich glaube, regelmäßig aktiv werdende Weltquest in Suramar ab war. Und da konntest du rein und hattest deine Verdorten, diese ausgemergelten Nachtgeborenen. Und die solltest du trainieren. Ja, und die konntest du dann verbessern. Du konntest Bosse besiegen. Umso mehr du besiegt hast, umso mehr auch am Ende am Leben waren. Was natürlich auch mit besserem Gear leichter war. Umso besser war dann der Loot. Und dort konnte unter anderem der Hidden Skin für den Blutdicker droppen. Junge, und jeder Scheiß ist da gedroppt. Aber ich war immer und immer wieder da drin. Und das war schlimm. Also, boah, Junge. Das war an sich cool, aber es hatte seine wirklich absolut schmerzhaften Momente. Darum würde ich dem Ganzen ein C geben. Ich würde es vermutlich ohne den Schmerz, würde ich es höher ranken, aber die haben mir so weh getan, Bruder, es geht nicht. An sich aber so eine Mechanik, wie ich es mir artähnlich von den Missionstischen wünschen würde, wenn ihr euch erinnert. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Und darum, ja, Idee geil, Umsetzung für mich wirklich Folterkammer. Schanede mit dem 6. Monat. Vielen lieben Dank, genau, diese Hidden Skin-Geschichte. Du brauchtest aber auch immer die maximale Anzahl an Mana, stimmt. Das musstest du auch sammeln für die Truppen, damit die überhaupt los sind. Und konntest aber nichts auf Vorrat sammeln. Das nervte auch wie Sau. True, den Teil habe ich schon wieder vergessen, siehst du. Master Looter, oh, der Plündermeister. Ja, Plündermeister an sich eine nette Sache. Muss ich sagen, habe ich als Loot-System genossen. Wir haben ja auch eine Zeit lang mit so Loot-Council gearbeitet, ne, wo man dann Punkte bekommen hat für pünktlich erscheinen, für jeden Bosskill und so. Und dann konnte man die Punkte setzen und wer die meisten gesetzt hat, hat das Item gewonnen. Gab es dann so Bieterkriege, verbinde ich auch damit, ist aber eigentlich eine etwas andere Geschichte. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Plündermeister wieder brauche. Weil auch jetzt, wenn jemand was nicht brauchen kann, verrollt er das halt, ne? Dann ist es so ähnlich. Aber wenn du natürlich ein Item bekommst im Gilden Raid, das du nicht brauchst, aber auch nicht verwürfeln kannst, weil es vom Item-Level höher ist als dein Gürtel, ne? Oder wie auch immer, dann wäre natürlich ein Plündermeister geiler gewesen. Also da hatten wir sehr viele ärgerliche Momente auch im Raid. Schwierig. Hängt dann auch zusammen, ist es jetzt Persolut oder ist es wieder Würfeln oder nicht? Also, das hängt von einigen Umweltfaktoren für mich ab, wie geil ich den Master-Looter finde. Aber ich würde sagen, für mich ein B. Weil auch echt viel Scheiße passieren kann mit dem Master-Looter. Ja? Wenn der falsche Plündermeister ist, naja, der steckt das alles ein, zieht einen Ruhestein. Wenn der Plündermeister Disconnect hat und er nicht mehr wiederkommt, ja, perfekt, ne? Also, das sind alles so Sachen, wo ich sage, kann ich nicht höher als B ranken, es sei denn, wir sprechen wirklich von optimalen Umweltbedingungen und die haben wir, glaube ich, im Moment, wenn überhaupt, dann so lala. 10-Mann-Raiding, ja, genau dasselbe letztendlich, ne? Wie hier unten mit den anderen, okay, dass es da war, aber nichts geht über Flex-Raiding. Achievements in meinen Augen sehr wichtig, ich bin jetzt nicht der größte Achievement-Hunter, ja, aber ich finde, die haben so viel, womit man sich beschäftigen kann, so viel, was mir gute Zeiten beschert, sei es über unsere Wunscherfolge, wo wir manchmal schmerzhafte, aber doch dann belohnende und witzige Momente provozieren vielleicht sogar, oder wenn wir dran denken an die Raid-Erfolge, die wir zum Beispiel in unserem Gilden-Raid jedes Mal machen, bevor wir dann in die Raid-Pause gehen. Zack, noch einen Mount geholt, lustigen Abend gehabt, boom. Geil war es, abgesehen von so Dreckserfolgen wie beim Kerkermeister oder Datea, Junge, die können gerne wegbleiben, aber overall, egal bei was, Erfolge sind immer eine schöne Ergänzung, wie ich finde. Ich würde mir sogar wünschen, weil ich über die Jahre so viel von den Punkten angehäuft habe, dass sie dafür doch mal noch irgendeinen Händler oder so bringen, aber das ist momentan nicht ihre Philosophie. Ne? In Interviews sagen sie immer, nee, Erfolge an sich sollen die Belohnung sein, abgesehen von deinen Titeln, Reittieren oder was auch immer manchmal damit verbunden ist. Jetzt der große Dragonflight-Meter. Ne? Aber da würde ich mir auch noch ein bisschen mehr wünschen. So oder so, aber auf S.
Und Cross-Section, ja, so wie es gerade ist, wäre es für mich ein B. Aber die Idee ist halt geil und ich hoffe, sie machen noch weiter, auch wenn man in letzter Zeit nicht so viel gehört hat. Darum ist es an sich für mich ein S, ja. Sowohl von der Story, das mögen ja einige nicht, aber ich sage, ey, die letzten Jahre waren, wir geben uns aufs Maul, dann kommt eine größere Bedrohung, die unsere Welt vernichten will, wir verbünden uns, besiegen die. Dann gucken wir uns an, geben uns wieder aufs Maul, kommt eine größere Bedrohung, die unsere Welt vernichten will, wir verbünden uns gegen die, hauen die um, gucken uns wieder an. Also da muss man ja irgendwann mal sagen, hey, vielleicht sollten wir den ersten Teil überspringen. Ja, wäre, glaube ich, sinniger und gesünder für alle. Da sind wir gerade und das passt, denke ich, nicht nur storytechnisch, sondern auch gameplay-technisch ganz wunderbar, gerade um auch, ja, vielleicht unausgeglichenen Fraktionsverhältnissen oder Servern so ein bisschen entgegenzukommen. Und darum mag ich Cross-Faction unglaublich gern und hoffe, sie machen noch viel, viel von dem weiter, was sie jetzt erst angefangen haben, ja, was gerade in den Kinderschuhen steckt. Yo, und das ist sie, meine Tierlist, von Shion gewünscht zu den Features. Hoffe, ihr seht vieles ähnlich und wenn nicht, dann ist das natürlich auch okay, da sprechen dann die vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die jeder von uns über all die Jahre WoW so anhäufen konnte. Und ich bin sehr froh, dass wir so viel im S-Bereich haben. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass vieles eher hier unten passiert, aber das war glücklicherweise nicht der Fall. Und darum ist es doch eine ganz schöne Liste geworden. Ehre!